wirklich über alles, aber er sagt, ey, guck mal, Schatz, hör mal zu, ich akzeptiere dich wirklich so, wie du bist, ich liebe dich wirklich über alles, aber es ist mir so unangenehm, dass du bauchfrei rumläufst, da andere Männer dich richtig dadurch angaffen. Würdet ihr das dann für euren Freund sein lassen, bauchfrei rumzulaufen? Weil es euer Freund persönlich richtig stört, dass andere Männer euch so richtig angaffen dadurch und er sich so schlecht fühlt. Würdet ihr dann sagen, okay, Schatz, ich hör auf damit, ich mach Schluss, okay. Okay, krass, 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 krass. Also heftig, heftig. Das ist heftig, Digga, dass Menschen wegen einer Sache, was eine Person stört, direkt Schluss machen würden. Heftig. Mit so welchen Menschen könnte ich niemals zusammenkommen. Weil, guck mal, es ist im Endeffekt, es ist so eine Sache. Er akzeptiert euch, sie akzeptiert euch. Er akzeptiert euch und sagt, ey Schatz, guck mal, ich liebe dich wirklich so, wie du bist, aber es stört mich, dass andere Männer dich dadurch angaffen. Und dann sagst du, dass du Schluss machen würdest? Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Frauen wollen ihre Männer etwas verbieten, aber selber lassen sie nicht. Genau, das ist das Ding. Wenn meine Frau kommen würde, sagen würde, hey Baby, dies und das, guck mal, mich stört das, dass du Tanktop rumläufst oder keine Ahnung, dies und das, weil andere Männer nicht angreifen. Ich würde sagen, verpiss dich mal, Digga, ich mach Schluss. Spaß, Leute, live wie ihr wollt rum. Ich wollte das einfach nur mal wissen. Aber falls ich euch angegriffen habe, es tut mir wirklich vom Herzen leid. Aber er lernt mich doch so kennen und dann soll ich mich anders kleiden, never. Ihr seid richtig temperamentvoll, Mann. Ihr seid richtig temperamentvoll. Nee, wenn es ihn stört, dann ist das so. Ja, es gibt, guck mal, ich sage euch eins, es gibt immer was euch an dem anderen Partner stören wird. Ihr werdet einen Partner nicht 100% so akzeptieren können, wie er immer 100% ist. Ihr könnt es vielleicht sagen, aber irgendwann oder irgendwas wird euch irgendwann an dem Partner abfacken. Und das Wichtige ist, dass man zusammen Kompromisse findet. Wisst ihr? Und nicht direkt so im Sinne sagt, ey, weißt du was? Digga, lass mich anziehen, was ich will. Zieht, was ihr wollt an. Aber geht auch mal ein bisschen so in die, versucht doch mal ein bisschen in die Rolle des Partners hineinzugehen. So, guck mal. Er sagt das ja nicht, weil er mir was Schlechtes möchte. Er sagt das, weil er mich vielleicht von anderen so ekligen Augen beschützen will. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Er sagt das ja nicht, um euch eine reinzuwischen oder so. Er sagt das ja nicht, um euch fertig machen zu wollen, sondern. Jana, fuck. Ich hasse ja Sucht, Mann. Spaß. Er sagt es, weil er Angst hatte. Wenn man will, dass es für immer hält, wird, muss man entgegenkommen. Das stimmt auch. Obwohl du dann guckst, immer egal, was man anhat. Aber das hat nichts mit Gucken zu tun. Das, guck mal, ihn stört das einfach so. Ihn stört das einfach. Weil ihr sagt ja auch, guck mal, eine Sache, stellt euch mal vor, ihr würdet es ja auch nicht gut finden. Wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt bei eurem Partner und ihr ihn darauf anspricht und er sagt, Digga, halt mal deine Fresse, entweder akzeptierst du mich so, wie ich bin, oder ich mach Schluss mit dir. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist wichtig, so einen gemeinsamen Kompromiss zu finden oder so. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Ihr wisst, was ich meine. Also wo sind wir gelandet, hier zu sagen direkt, ja, okay, ich mach Schluss, verpiss dich und so, weil du mich verändern möchtest. Also das wäre so wirklich, das wäre krass. In meinen Augen, das wäre wirklich krass. Der soll auch nicht oberkörperfrei im Schwimmbad rumlaufen. Aber wer redet gerade über Schwimmbad? Wer redet hier? Wir haben gar nicht über Schwimmbad, soll jeder Mensch das anziehen, was er möchte. Wir reden doch gerade komplett über was anderes. Eine Frau darf gar nicht zum Schwimmbad. Ich war so Spaß, Leute. Ich gesagt, und der Morgenweg. Ey, ich bin so gemein, Digga. Leute, macht das, was ihr wollt. Zieht an das, was ihr wollt. Ich küsse euer Herzen. Ich küsse eure Wangen. Ich küsse euer Herzen. Zieht euch. Verdammt, ihr schon. Ich kann nicht mehr lachen. Fuck, Alter. Oh mein Gott.
Fuck, Alter. Ist einer zu viel. Ja, ich liebe so, ich liebe diese Diskussion manchmal unter uns sehr. Meine ganze Hose ist nass geworden. Ah. Nah, it's going on right now. Oder macht sich das erste Mal Feinde? In dieser Welt, ich sag euch eins, das Schöne ist, dass man frei diskutieren kann. In Deutschland ist das so. Man muss eine Meinung nicht gemeinsam vertreten. Das ist das Wundervollste. Das Gute ist, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer auf mich oder so, weil ich eine andere Meinung habe, weil ihr eine andere Meinung habt. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde jetzt nicht sagen, hier... Ey, Digga, das ist irgendwie... Boah, Digga, meine ganze Stimme ist weg, Mann. Vanilla, ich gehe auf mich halb. Spaß. Naja, wenn du mit meiner Mehrheit nicht folgst, wirst du direkt gesteuert. Irgendwie fühlt ja, ne? Irgendwie, wenn man eine andere Meinung hat, wird man irgendwie komplett kaputt gemacht. Dir kann man nicht böse sein. Echt gesagt, Herz. Meine Stimme ist weg, meine alles ist weg. Aber Leute, wie gesagt, zieht was ihr wollt an, macht was ihr wollt. Und ja, ne? Boah, meine Fresse, Digga. Du dürfte mir alles verbieten. Ab heute nennst du mich Kühn. Nein, Spaß. Die ersten toxischen, selbsternannten Flinters sind schon ganz giftig. Jeder sollte seine Meinung haben, aber auch als Meinungsverschiedenheiten gibt, sollte man einfach den Gegenüber in einer Person respektieren. Ich habe doch niemanden schlecht geredet. Ich sag euch sogar, macht das, was ihr wollt, ne? Wenn ihr einen Partner habt, guck mal, das ist das Schöne. Wenn ihr einen Partner habt, der euch nicht so akzeptiert, macht Schluss. Ne? Macht Schluss. So leicht. Komm mal her, Pamuk. Wenn er sagt, zieh dir mal bitte was anderes, macht einfach Schluss. Ihr tut alles, als wäre früher euer Mann. Hä, ist doch egal. Ey. Warum kommt eigentlich alle, wenn ich einen Kindermann im rosa Mini durchgegangen bin? Ist das morfig? Ich küsse euer Herz, ja. Leute, wie gesagt, falls ich euch in der Öffentlichkeit so ein bisschen hier schlecht geredet habe oder so, tut's mir leid. Ich liebe euch. Ich hoffe, ihr liebt mich auch. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir